Viele Leute behaupten, und damit meine ich Stylus und Floyd, dass das Snipen in Black Ops 4 unglaublich schwer wäre und fast unmöglich scheinen würde. Zu sein scheint. Aber dem ist nicht so. Ich habe nämlich letztens einen Clip auf Twitter gepostet, wie ich einen Three-Piece hitte. Ich. Also es war einfach ein Triple Feed. Und Floyd wurde darüber so mad, dass er geschrieben hat, das ist halt genau das Problem. So Leute wie du hätten sowas denken, snipen wäre easy. Lad mir bitte einen ungesplitteten... Sniper-Nerd-Talk. Lad mir bitte einen ungesplitteten Quad-Feed von dir hoch. Der allerniedrigste Standard, den es beim Snipen gibt. Floyd wurde wirklich mad. Genau deshalb zeige ich euch heute da draußen, wie man richtig sniped. Der Quickscoper Boss reloaded. Wir versuchen übrigens gleichzeitig die Paladin. Ich weiß, sehr geile Tarnung, OX Charlie. Hat mich auch Geld gekostet. Wir versuchen sie auf Gold zu erspielen. Ich brauche nämlich nur noch 10 Longshots. 50 mit 5 Equipped Attachments und so. Und 5 Killstreaks. Und vielleicht hätten wir ja auch noch ein Quadfeed. Ich würde sagen, erstmal versuchen wir die 5 Kills ohne zu sterben. Ich denke mal, das funktioniert am besten in Team Deathmatch. Sniped man in Team Deathmatch? Nebenbei ist es 14 Uhr und wir trinken ein Glas Wein aus einem normalen Glas. Für Präzision. Ne, ich muss mich nämlich schon ein bisschen aufwärmen, denn wir fahren mit OX Gaming über Silvester nach Mallorca. Welchen Spezialist spielen Sniper? Battery, ne? Ne, sicherlich nicht. Reckon. Wir hatten uns nämlich auf der Gamescom gedacht, dass wir nicht noch ein Jahr warten wollen, bis wir wieder praktisch alle zusammen sind und wieder zusammen chillen können. Deswegen haben wir gedacht, feiern wir alle mit Silvester zusammen. Hier, das ist doch jetzt ein Sniper-Spot, oder? Ne, irgendwie kommt keiner. Ja? Na komm. Noch 3 Kills. Stellt sich schwieriger raus als gedacht. Ja, warum wir jetzt genau auf Mallorca feiern wollten, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Einfach, weil wir wahrscheinlich keinen zentralen Ort in Deutschland gefunden haben, wo alle hinwollen. Deswegen haben wir gedacht, okay, dann gehen wir halt alle komplett woanders hin. Außerdem, Mallorca um die Jahreszeit ist günstig und der halbe Ballermann hat eh zu. Aber wir sind jetzt auch nicht unbedingt wegen allzu viel Trinken dahin gefahren. Schade eigentlich. Sondern natürlich für Business-Meetings und Teambesprechungen im Bierkönig. Oh. Die sind jetzt nicht da gespawnt. Wanda, was soll das? Jawohl, ein Headshot. Wer kennt's nicht? Ich habe ja schon mal, als ich Waffenspiel gespielt habe, erklärt, wie man am besten in Black Ops 4 sniped. Denn man darf einfach nicht nachdenken. Und das habe ich in den Jahren meines Lebens perfektioniert. Oh, das war ein Kollege. Wieder nicht nachgedacht. Einfach abgedrückt. Und hier jetzt den Hitmarker kassiert. Das liegt aber nicht daran, dass ich nicht nachdenke, sondern einfach an minderer Intelligenz. Zieht das jetzt zu meiner Killstreak? Nee, ne? Was für ein Streak bin ich denn? Kann ich das irgendwo sehen? Jawohl. Oh. Nur noch 3 Kills in der Waffe. 3 Kills in der Waffe, jawohl. Überleben. Überleben, OX Charlie. Ah. Ey, das war aber echt close. Ich hätte fast die 5 Kills geschafft. Das erste Mal. Ich darf aber auch wirklich nicht so schnell reinlaufen in die Gegner. Ich glaube, das ist nicht die beste Methode. Oh. Komm, da kommt auch kein Hitmarker raus. Oh, da hätte ich fast ein Colette gemacht. Ihr denkt euch wahrscheinlich auch schon, hä, warum hat OX nicht das OX-Jersey an und warum sitzt hier ein Assi Jogginghose und Assi-T-Shirt und Socken? Hier steht so drauf, let me sleep. Und eigentlich auf der anderen Socke muss draufstehen, if you can read this. Aber ich habe einfach die zweite andere Socke vom anderen Paar geholt. Und jetzt steht hier, bring me cold beer. Ja, ich kann das OX-Jersey halt jetzt gerade nicht tragen, weil ich es ansonsten voll schwitze hier bei der Aufnahme und das dann nicht mit nach Mallorca nehmen kann. Und ich will das natürlich da tragen in den Clubs im Bierkönig. Fotos folgen darauf von bestimmt auf Instagram. Mit auf Mallorca sind übrigens Stylus, Floyd, Amix oder Elias, je nachdem, wie ihr ihn nennen wollt. Meine Freundin Antonia, die Freundin von Stylus, noch ein Kumpel von Stylus. Also ist nicht komplett OX-only. Aber mit dabei sind auch noch Spieler von OX Gaming, allerdings vom 5v5 SWAT, also die nur S&D spielen. Und zwar Ruki, Dios und Felix. Wie hat denn der das so schnell gemacht? Ey, nein. Ey, nein. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf neue UX Gaming Videos, die sehr, sehr lustig werden. Und natürlich auf sehr nice Pictures, denn ich nehme auch meine Kamera mit. Was machst du da, hä? Was machst du da? Das ist nicht dein Ernst. Darauf direkt mal wieder. Ich glaube, wir haben noch nichts geschafft von unseren Challenges, aber keep going, UX Charlie. Eins. Nein. Peak. Peak. Was? Schade eigentlich. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich supporte mein Team hier so gut. Die geben mir nix. Eins. Enemy UAV above. Oh.
2. Hier kann ich auch bestimmt einen Longshot machen. Wenn da jetzt einer kommt, dann ist das doch ein Longshot. Und wenn ich den jetzt auch noch treffe. Da ist noch ein Ding. Nein, nicht auf mich. Wir bekommen anscheinend von Xus noch ein paar Goodies. Oh, ein paar Goodies, mit denen wir dann auch noch Fotos machen können. Xus übrigens da, wo unser Partnershop ist. Also für Merchandise und so. Also da, wo ihr das Silikon so kaufen könnt, was ich mal trage. Und jetzt halt in diesem Video gerade nicht. Aber falls ihr meine anderen Videos kennt, dann wisst ihr, welches Trikot ich meine. Hashtag Werbung. Ich weiß gar nicht, warum Werbung eigentlich ein Hashtag geworden ist, aber alle sagen immer Hashtag Werbung. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Okay, auf Nuketown kann es doch nur gut werden, auch wenn wir immer noch den Deathmatch spielen, Leute. Das Ding ist, ich darf auch nicht so viel reden, wenn ich snipe. Was habe ich denn hier für einen Spezialisten genommen, hä? Was ist denn das? Achso. Ja, natürlich eine Ninebang. Das war mal ein Dragscope, Leute. Nur noch ein Kill, ein Kill. Nein, nein! Bisschen zu voreilig. Ja, das war schon der 5. Bitte sag, dass das schon der 5. war. Wenn nicht, dann war das der 5. So, Leute, jetzt geht's richtig rund. Oh, wieder nicht nachgedacht, Leute. Wieder nicht nachgedacht. Weil wirklich, ihr müsst den Gegner sehen. Zack. Und einfach, ich weiß nicht, das kommt so von allein. Seht ihr jetzt, denke ich, viel zu viel nach. Nicht nachgedacht. Ich bin einfach ein krasser Typ. Ach ja, den Guardian habe ich jetzt, glaube ich, ne? Damit müsst ihr jetzt ja Zelos 3.0 gewinnen. Ach nee, das ist die scheiß Einsatzschild. Ach du Kacke. Oh, Killcam. Der Dragscope des Jahrhunderts. Butz. Butz. Also ich weiß nicht, wie ich das genau mache. Also ich benutze die Razix von GameX übrigens. Damit hat man so eine höhere Hebelwirkung. Also wenn ich halt so rüberziehe, dann... geht man ins Hauptmenü von der PlayStation. Ja, und ich spiele übrigens die... Als ob das irgendjemand juckt. 8-8. Ich dachte eigentlich, ich spiele 10-10, aber 8-8 anscheinend. Das reicht auch, Leute. Ah, schon 3 von 5, das heißt nur noch 2 Stück. Also, dann muss ich noch die ganzen Dings machen, aber das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie hin. 10 Longshots. Verdammt. So, diesmal den Rune. Alter, sieht das geil aus. Ihr wisst jetzt gar nicht, welchen Wikinger ihr anschauen wollt, richtig? Ich will, dass ihr auch mitzählt, wenn ich hier die Kills hätte. 1. Das Ding ist, wenn ich länger immer verschieße, dann habe ich langsam immer auch Angst, dass ich verkacke, so. 2. Habt ihr mitgesprochen? 2. 3. Jetzt camp ich. So, woher kommen die jetzt? Ich camp hier einfach. Nein! Nein, jetzt ist der im Vorteil. No way. Dieser dreckige. Ey, das war ja richtig schlau von dem. 1, 2. Was war denn das jetzt? Rangezoomt. Habe ich mich da gerade eben noch umfallen sehen? Boah. Ist der da noch drin? 3? Aber sollen wir das jetzt 3? Habt ihr mitgezählt? Oh nein. Oh nein. Lass mich raus. 4? Waren das jetzt 4? Wir spawnen hier wieder. Der richtig das Adrenalin. Hoffentlich der 5. Bitte. Gibt's nicht sowas hier mit diesen Medaillen hier mit Blutrünstchen und so eine Kacke? Ich hoffe einfach, da war jetzt eine 5er-Streak mit dabei. Ah. Es wird noch eine einzige 5er-Streak. Aber wir können ja schon mal diese ganzen Aufsätze draufpacken. Genau, das sieht sehr nice aus. Aber natürlich in Rot, damit es COD4-mäßig aussieht. In Hardpoint kriegen wir das bestimmt hin, irgendwie. Ey, ich liebe einfach diesen Ruin-Skin. Ich feiere den so extrem. Und jetzt mit der Paladin 50 Kills machen in dieser Runde. Und möglichst noch eine 5er-Streak und möglichst noch 9 Longshots. Let's go. Übrigens wird das jetzt ja auch das letzte Video für dieses Jahr sein. Und ich hoffe mal, der Dezember hat euch jetzt allen auch mit am meisten gefallen von allen. Hat mir auch mit am meisten Spaß gemacht, die Videos zu produzieren. Alter, warum ist das so laut? Sharpshooter. Puh. Übrigens, gerade verteilt Backpfeifen. 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 Komm, noch einer. Yes, 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 yes. Tarnung, oder? Eieiei, let's go. Soll ich das mal versuchen, mit allen Snipern zu machen? Vielleicht so eine Serie daraus zu machen? So UX Charlie Road to Sniper King oder so? Ich snipe eigentlich mega gern, aber ich bin halt nicht gut. Digga, was machst du denn da? Ey, das kann nicht sein Ernst sein. So sollte ich auch mal snipen. Und der hat die sogar schon auf Gold. Ich check halt dieses Sniping-Squad nicht. Das ist doch retarded. Das ist doch retarded. Ich bin hier das einzige Sniper-Nest. Das ist echt so peinlich. Ah, das war gar keine Goldtarnung, ne? Habe ich sehr schön bemerkt, ne? Man hat's mich schön reingelegt, Kollege. Was ist denn das hier? Napalm-Angriff. Ich weiß nicht, wenn wir so daraus eine Videoserie machen können, dann wäre das irgendwie... Ich würde das feiern, irgendwie zu snipen, auch mal in Videos. Einfach so, auch mal so eine kleine Videoserie zu haben. Muss man, glaube ich, mal auch als YouTuber. Also, ich meine, gut, meine letzten 4 Videos waren schon praktisch eine kleine Videoserie. Und ich hoffe mal, die habt euch auch so gefallen, so. Aber das war ja mehr so, das war ja mehr so auf mich bezogen, da jetzt einfach mal. Weil mich die Leute interessiert haben und ich euch dafür begeistern wollte, warum die Leute eben cool sind, die ich auch feiere. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich habe in diesem Jahr 2018, um das jetzt so ein bisschen wieder Revue passieren zu lassen, auch bemerkt, dass man sehr viel eher neutrale Videos machen muss. Also nicht nur Videos für euch Abonnenten, die mich eh schon alle kennen, sondern dass ich auch sehr viel mehr Videos
irgendwie auch mal machen muss für Leute, die mich noch nicht kennen, dass neue Leute auf meinen Channel kommen und sich mehr Leute an diesen Videos erfreuen können, wisst ihr? Weil ansonsten fickt mich der Algorithmus, wenn ich immer nur Videos mache, praktisch für mich und für euch da draußen. Aber so funktioniert YouTube halt nicht mehr. Man macht keine Videos mehr für Leute, die einen eh schon abonniert haben, sondern für Leute, die einen abonnieren sollen. Ich meine, das ist schade und ich werde jetzt auf jeden Fall nicht irgendwelche Reaction-Videos oder sowas als Videoserie oder sowas machen. Nein, nein, es wird schon ungefähr so bleiben, aber ich muss halt mehr so, naja, allgemeinere Videos machen. Sowas wie jetzt beispielsweise. Also beispielsweise auf mein Bertolt Brecht-Video oder mein Freddie Mercury-Video. Darauf klicken halt nur Leute, die mich halt auch kennen. Aber ich brauche halt auch mal Leute, die mich noch nicht kennen. Und ich habe halt auch keinen Bock, jede Woche über irgendwelche Leute zu sprechen, die mich halt abfacken, irgendwelche anderen YouTuber. So kommen halt auch neue Leute auf meinen Channel, beispielsweise wie bei Visca Barca damals und so. Das war noch eine ganz andere Situation und so, aber ich denke mal, ihr wisst ungefähr, wie ich meine. Und irgendwie habe ich auch auf Dauer keinen Spaß, jetzt jede Woche mich mit irgendwelchen Leuten zu beschäftigen, die dümmer sind als ich. Deswegen auch die Videoserie mit den Leuten, die ich halt feiere, die alle schlauer sind als ich, beziehungsweise die ich inspirierend finde oder die mich beeinflusst haben. Ich liebe es übrigens, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich liebe es einfach zu wallbangen. Das macht so Spaß und warum kann man das bei den ganzen neuen Call of Duty Maps, kann man nirgends wallbangen, nirgends, außer halt auf diesen Remakes. Ich meine, FMJ wurde ja eh schon fast so gut wie rausgenommen oder beziehungsweise so gemacht, dass es halt keiner mehr nutzen will, weil keiner mehr dafür ein Attachment verschwenden will, einfach nur, damit er wallbangen kann. So. Und deswegen denken sich die Map-Entwickler halt auch, ja, wenn halt eh keine FMJ spielt, warum sollen wir denn Sachen für Wallbangs einbauen? Aber das ist doch irgendwie auch ein Bestandteil von Call of Duty, diese Wallbangs. Ich feiere das irgendwie. Durch die Wand jemanden töten ist nice. Diese Aussage darf man übrigens nicht aus dem Kontext nehmen. Das Ding ist, mich stört eigentlich gar nicht mal so doll, dass ich die ganze Zeit nur 15.000 Abonnenten habe, ne? Ich meine, es gibt trotzdem noch tausende Leute im Monat, die sich meine Videos angucken, die kommentieren und alles. Also ich meine, ich feiere das und ich finde es cool so. Also, als ich mit YouTube angefangen habe, wollte ich eigentlich nie mehr als Leute, die meine Videos regelmäßig gucken und die auch kommentieren und die liken und kommentieren und mir so auf den Social Media Sachen interagieren und so. Also das ist eigentlich schon alles, was ich jemals wollte so. Aber mich fuckt es mittlerweile halt auch so ab, dass so viele Leute mal ankommen. Und wie viele Abonnenten hast du? 15.000. Immer noch. Wisst ihr, das häuft sich halt und ich habe einfach keinen Bock. Ich will mal sagen, ja, jetzt habe ich 16.000 Abonnenten oder 17.000 oder auch mal 20.000. Also, wenn das für euch halt praktisch auch cool ist, dann stimmt auch oben ab, ob das für euch cool ist. Für meine jetzigen treuen Leute, dass ich auch so mal so Videos machen kann, die einfach verallgemeinert sind und nicht nur für Leute, die mich cool finden, interessant sind. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Was ist das denn für eine Geschenkebox? Geht hier auch auf? Da. Ist das neu reingepatcht worden? Ich feiere es auch übrigens mega, in Black Ops 4 zu leveln und einfach zu prestigen. Das macht irgendwie mega Spaß. Ich will unbedingt ein bestimmtes Prestige. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr welches, aber auf jeden Fall, das sieht sehr geil aus. Ich glaube, das ist das 7. oder das 8. oder irgendwie sowas. Das sind auch meistens die Prestige, die eigentlich am meisten aussehen. Meistens ist es das 9. Prestige, was am geilsten aussieht, aber war schon lange nicht mehr 9. Prestige im Call of Duty. Let's get it! Tot. Oh, Shattered, One-Shot-Kill. Doppel-XP, Survivor, Revenge, One-Shot-Kill. Wow, nicht schlecht, Wings Charlie, nicht schlecht. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt da einen Trickshot gehittet und das Ding hätte das einfach nicht aufgezeichnet. Wonderhaar, Rudi, sehr gut gemacht. So, 19 habe ich erst. Scheiße. So, und auf dieser Map habe ich auch meinen Triple-Feed, wenn man das so sagt, gemacht. Also, weiß das nur ein Gutes. Apple Tony ist in meinem Team, Dan 2005, der Junge ist immerhin schon 13. Ich fühle mich gut aufgestellt mit meinem Team und deswegen werde ich jetzt hier auch den First Kill machen. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Übrigens will ich auch in Black Ops 4 leveln, weil ich einfach diese SWAT spielen will oder wie die heißt. Ich feiere die mega. Also ich sehe dir mal in Haptics Videos und da sieht die halt, Alter, ich sehe das Video und ich habe einfach Bock, Call of Duty zu spielen. Kennt ihr das überhaupt noch? Ich glaube, es ging die letzten Jahre sehr, sehr wenig nur noch um Call of Duty und deswegen haben sich auch wenig Leute um Call of Duty geschert. Und ich glaube, es ist auch ziemlich wichtig, dass Freundschaft jetzt online kommen will. Pack lieber deine Sachen für Mallorca, Kollege. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch einfach so mit Call of Duty beschäftigt und dort levelt und prestiget und so. Oh, sehr gutes Timing. Dass man sich wirklich krass mit dem Spiel beschäftigt und es auch in Videos so eben beschäftigt. Und deswegen möchte ich das eben auch sehr viel mehr in den Mittelpunkt rücken hier auf dem Channel. Oder beziehungsweise auch irgendwie mal beschäftigen überhaupt. Na. Ach, Freunde. I'm a survivor. Ja. Ja. Mal kurz aufräumen hier.
Triple Feed, Leute, Triple Feed. Ich weiß, ich verstehe schon so ein bisschen die Kritik an Spezialisten. Ich habe das ja auch getweetet, falls ihr den Tweet nicht gesehen habt. Das ist er. Also sehr viele Killstreaks von damals wurden halt outgesourced, sag ich mal, oder umgebalanciert auf die Spezialisten. Und das tut dem Game irgendwie gar nicht mal so gut, wenn man einfach wirklich nur durchs Teilnehmen Killstreaks praktisch bekommt. Das ist darf eigentlich nicht sein. Jetzt sehe ich auch nichts hier durch, ne? Oh nein. Oh doch. Oh, ein Hitmarker natürlich. Und er macht den... Nee. Einfach im Scope bleiben, Leute. Ich glaube, das ist der wirkliche Trick. Einfach im Scope bleiben, immer. Ja, wir können ja warten. Wir können chillen einfach. Wir brauchen ja nicht rauszoomen. Genau, so, eins. So, nächsten. Halt einfach ein EMP als Spezialisten. Also die zweithöchste Killstreak in Modern Warfare 2 ist jetzt einfach nur ein Spezialist. Ihr kriegt ein EMP einfach nur, weil ihr dabei seid. Also, wer saß da denn in den Treyarch-Büros und hat dann gesagt, ja, Brudi, stell ich mir gut vor, ist eine gute Idee. Nun gut, aber der EMP ist eigentlich auch die einzige Zeit, in der wir jetzt so gesehen keine Spezialisten haben, weil ja keiner seine Spezialistenfähigkeiten einsetzen kann. Insofern ist der EMP eigentlich genau das, was die Community wollte, aber irgendwie halt auch nicht. Der Firebreak sieht aber auch nice aus, so richtig rittermäßig, nicht schlecht. Snipet man eigentlich in Hardpoint? Ich habe jetzt gedacht, das ist sowas wie Absprungzone von Black Ops, aber das Ding ist, je mehr Wein ich aus diesem Glas trinke, desto besser werde ich, glaube ich. An alle Minderjährigen, das war natürlich Spaß. Ich werde natürlich nur durch die Razix von GameX extra gut und das ist für alle. Das Leben ist nicht... Das Leben ist nicht leicht als Sniper. Nein! Wieso hat er denn gerade ausgeguckt, wenn er gesehen hat... Der hat Aimbot. Der hat Aimbot. Geht gar nicht. Es geht nicht so. Es geht kein, so kann es nicht weitergehen. Floyd lädt mich ein. Junge, ich nehme ein Video auf im Gegensatz zu dir. Das ist frech. Das ist jetzt richtig frech. Warum musst du denn sterben? Warum musst du den jetzt töten? Wie, wen hat er da jetzt abgeschossen? Ah. Ich mache jetzt einfach gar nichts, solange die EMP-Ding da aktiv ist. Übrigens, das nächste Video könnte vielleicht ein Vlog werden. Also ich habe über Weihnachten so ein paar Sachen bekommen, beziehungsweise ich habe mir generell so ein paar Sachen angehäuft, die ich in mein Setup einbauen will. Und vielleicht mache ich mal einfach so ein Video, wie ich so mein Setup so ein bisschen auffrische, sag ich mal. Also wenn meine Roomtour noch nicht gesehen hat, könnt ihr das gerne mal auf meinem Kanal abchecken. Ich glaube, ich habe noch nie das Wort abchecken in meinen Videos verwendet, aber das klingt, lassen wir das auch einfach mal. Das ist ein einmaliges Ding, okay? Ah, doch, Film die Kamera unlocked. 50 Kills mit diesem Optik-Ding. OX Charlie, also damit confirm. Jetzt fehlen uns nur noch diese 9 Longshots. 9 Longshots, Leute. Okay, meine Webcam ist zwar gerade ausgegangen, bevor das Video zu Ende. Nicht mal mehr die Webcam hat Bock, noch am letzten Tag des Jahres noch irgendwie ein Video rauszubringen. Aber ich dafür umso mehr. Ich will nämlich diese fucking Waffe auf Gold haben, auch wenn die Tarnung, die ich jetzt habe, geiler aussieht als die Goldtarnung, aber ist auch egal. Kriege ich hier auf Slums eigentlich Longshots? Ich muss jetzt eigentlich nur campen, oder nicht? Meine Zeit. Das war gerade erbärmlich, oder? Das war erbärmlich. Und jetzt. Das ist kein Longshot. Longshot. Oh, jetzt kommen hier, glaube ich, ein paar mehr. Oh, okay. Gucken wir mal, wer da um die Ecke sneakt. Nein, warum denn ich? Longshot. Also wie gesagt, mein nächstes Video könnte ein Vlog werden, wie ich mein Setup so ein bisschen umstelle, beziehungsweise so ein bisschen aufbessere. Also falls euch das interessiert, dann schaltet unbedingt auf das nächste Video. Schaltet auf das nächste Video? Longshot? Wieso war denn das jetzt kein Longshot? Ey, komm schon. Ach, die müssen dahinter sein. Jetzt aber ein Longshot. Sehr gut. Das geht ja doch einfacher als gedacht. Komm noch mal raus, Kollege. Ah, da wollt ihr mich holen, ne? Aber nee. Zu früh gefreut. Longshot? Nein. Na, ich würde auf jeden Fall so einen Vlog machen, wie ich mein Setup so ein bisschen verschönere. Ich habe unter anderem ein neues Interface. So sieht das neue Interface aus. Mein altes, was ich jetzt gerade benutze, um aufzunehmen, das, also übrigens, das Interface ist so das Ding zwischen... Oh, es geht weiter. Das Interface ist ungefähr das Zwischending zwischen Mikrofon und PC. Also, wenn man ein XLR-Mikrofon hat, wie ich. Da kommt jetzt so eine Software mit dabei und dann kann ich die Stimme noch sehr viel besser einstellen, so wie praktisch mit einem Mischpult so. Aber ohne, dass es halt ein Mischpult ist, sondern halt digitalmäßig. Wie hat denn der mich... Bitch, was? Oh, 12-12. Naja, eine Goldtarnung haben wir zwar noch nicht, aber ich bin mir sicher, wir kriegen sie im nächsten Spiel. Ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. 5 Longshots. Nicht mehr und nicht weniger. Smoked. Smoked. Oh, let's go. Nein, nein, nein. Mit der GKS auf die Range. Call of Duty, was machst du? Ey. Nein. Ja.
Nein! Hey, aber in der nächsten Runde holen wir die Goldtarnung. Wirklich, diesmal. Scarf, thank you, Deutsch. Oh nein. Leute, ich bin wirklich durch mit dem Schwerpunkt. Kontraband. Kann ich da irgendwo Longshots machen? Ich muss da irgendwo Longshots machen können. Das wird ja wohl gehen. Let's go. Let's go. Bin ich hyped? Ich habe zwar keinen Scope auf meiner Sniper drauf, aber ich hoffe, da ist am Ende doch noch... Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Warum nimmt eigentlich jemand irgendwas von meinem Assault Pack? Ich stell das da immer so schön hin. Jetzt lass mich doch mal meinen Kill machen. Das ist kein Longshot von hier aus. Ich dreh durch. Was ist das hier für eine Lampe? Mach mal das Licht aus, Kollege. I'm going slightly mad. Enemy removed. Yes. Warum kein Longshot? Das war perfekt. Das war Spiel, Satz und Sieg. Nee. Ja, Firing Range. Jetzt, the time has come. Einfach nur diese zwei Longshots. Halleluja. Nee, jetzt bin ich wirklich richtig mad. Ich nehme seit 2 Stunden und 20 Minuten auf. Nein! Ich habe sogar schon eine Pistolen-Kamo. Wahrscheinlich habe ich die jetzt schon auf Gold. Ich treffe nicht. Ah! Ja. Okay, noch ein. Höchstens noch ein. Today is the day. Night is the night. Kommt raus, kommt zu Papa. Ja. Ja, oder jetzt. Oh ja. 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 Bewerten und kommentieren nicht vergessen, Leute. Oh Gott. Bitte gebt ein Like auf dieses Video, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dieses Video anzusehen. Das nächste Video wird wahrscheinlich ein Vlog sein, wo ich hier dieses wunderschöne Teil hier auspacke. Und beziehungsweise ich habe es schon ausgepackt und natürlich angeguckt und so. Aber dann mache ich es erst ran. Vorher schicke ich natürlich noch mein altes Interface zu Varion. Also falls ihr UX Varion kennt, schaut einfach mal vorbei. Falls ihr ihn nicht kennt und auch wenn ihr ihn kennt, schaut auch mal vorbei. Ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann erst recht. Halleluja.